Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive. Und ja, ihr habt sicherlich schon gemerkt, momentan ist ein bisschen vorproducen am Start und so. Gibt eigentlich keinen Grund, warum ich es mache, weil noch muss ich ja nicht arbeiten. Ich habe noch knapp 2 Wochen. Aber wenn ich einfach jetzt gerade so wie jetzt am Wochenende einfach viel aufnehmen kann und ich dann unter der Woche wieder nicht weiß, was soll ich jetzt so machen, dann mache ich halt lieber am Wochenende mehr, wo ich mehr machen kann. Und dann läuft halt Dienstag, Mittwoch oder so teilweise noch Sachen von Freitag, Samstag, Sonntag. Finde ich es aber besser so, als wenn dann halt mal Tage sind, wo ich halt quasi gar nichts machen kann. Genau, und heute machen wir wieder fett Aminos-Boxen auf. Wir haben 170 Stück. Eigentlich sogar 180 Stück tatsächlich. Und ja, das ist ziemlich heftig, würde ich sagen. Und wir fangen auch direkt an. Wir haben 80 mal Schmuck, 66 Juwelen und 34 Sockelkarten. Hoffentlich ist heute wieder ein Demol plus 12 dabei. Würde ich feiern. Da ist schon die erste Patient Neglect, die zweite. Ah, nicht viele Shining, noch eine Patient Neglect. Ach, dann wenigstens Mantel. Noch 2 Patient Neglects. Ach du heilige Scheiße. Noch eine? Ach komm, dann wenigstens Mantels. Die kann man wenigstens noch für 2-3 Mio verkaufen. Ja! Ach. Okay, ist schon scheißegal. Scheiß auf die Patient. Alter, wie viele. Holy shit. Und dann nochmal fett. Nochmal richtig fett Shining Oris. 22 Stück, das waren echt viele. Und noch eine 8 Patient Necklace und 2 Mäntel, Alter. Was ist das für ein Verhältnis, ey? Holy shit, ey. Jesus Christ. Okay, machen wir mit Juwelen weiter. Direkt 2. Ein Diamond! Ich habe noch nie ein Diamond bekommen. Geil. Noch eine Ocean 7. Alter, haben die da die Rate erhöht? Ein Topaz? Würde ich aber mehr feiern, wenn da Lightning 7 rauskommen würde. Oder eine Volcano? Ah, kommt gar nichts mehr. Noch eine Vakuum. Noch eine Vakuum. Noch eine Ocean. Oh, come on. 4 Vakuum, 4 Ocean. Ja, die Ocean kann man mal aufheben, die Vakuum weg. Das ist genau wie bei den Necklegs. Damn. Werfen wir den ganzen Scheiß mal weg. Boah. Ist echt traurig, was man aus diesen Boxen alles nicht braucht. Ich meine, gut, die ganze Zeit. Eigentlich ist ja der Vorteil bei solchen Boxen, du kriegst immer mindestens ein Ori oder ein Moon. Eigentlich ist Patient Neglect und... Ja, eigentlich ist Patient Neglect schlechter als Ori Moon oder Shining Ori. Vor allem Shining Ori. Aber ja. Ah ja, stimmt. Jetzt kann ich hier auch über 100, über 99 stacken. Jetzt habe ich das Problem auch nicht mehr. Sehr schön. Und dann noch die 34 Sockelkarten. Aber die können wir durchrushen, weil da ist eh nichts Geiles drin. Eine Wind B. Wow. Eine Wind B und sonst gar nichts. Aber davon hatten wir auch nicht viele. Okidoki, dann lagere ich den Scheiß schnell ein und gebe den Rest da. Sonst werfe ich davon vielleicht mal aus Versehen noch was weg. Vor allem beim Demol wäre das sehr schade. Oh Mann, ich liebe es, einen Demol daraus zu bekommen, weil ein Demol ist halt einfach mal eine Milliarde und das lohnt sich so ultra heftig, die zu farmen, hat sich dem Lightning Eddy Oceans nicht gegeben. Aber ja, Dings, Demols zu bekommen ist halt einfach nur ultra geil. Es sind unglaublich viel wert. Muss man sagen, eigentlich leider, aber ich meine, ich bestimme die Marktpreise nicht und ich verkaufe meine Sachen ganz sicher nicht zur Hälfte des Preises. Ich meine, wäre ich auch ein bisschen schön blöd. Ich habe keine Diamonds mehr auf der Bank. Hier ist ein, warum ist da ein einzelner Christmas Cake? What the fuck? Dann aktivieren wir den jetzt einfach mal, dann ist der weg. What the fuck? What the fuck? Keine Ahnung, wie der da hinkommt, egal. Auf jeden Fall, wählen wir noch für einen Lord, ups. Weil wir wollen jetzt ein paar Dungeons machen. Und das ist so eine Sache, ja. Damit will ich jetzt niemanden offenden, also hier niemanden beleidigen oder irgendwie jemanden sagen, dass er schlecht ist oder so. Aber ich würde einfach empfehlen, wenn ihr jemanden nicht kennt oder der nie vorher Lord war, dann wähle ich den nicht, ja. Ich meine, wie ihr es macht, ist ja eure Sache. Aber wenn ich jemanden nicht kenne und der noch nie Lord war, also ich keine Ahnung habe, ob der Events macht oder nicht, wähle ich ihn nicht. Und von den allen war keiner Lord bisher, zumindest nicht, dass ich wüsste. Und deswegen wähle ich Money Styler. Erstens mal das Styler im Namen, zwar falsch geschrieben, aber egal. Und ja, zweitens war der schon mal Lord und hat auch Events gemacht. Waren zwar viele Gesponserte, habe ich zumindest mitbekommen. Aber Events sind Events, von daher ist mir scheißegal, ob die gesponsert waren oder nicht. Würde ich jetzt einfach mal meinen. Und los geht's. Genau, wir können auch Lutzaka Crystal heute mal machen. Weil ich habe linke Tech. Leider keine volle Party, jetzt habe ich ganz vergessen zu shouten. Hoffentlich ist nicht wieder jemand abgehauen. Ah, offline, war ja klar. Damn it. Ja, also was Partys angeht, habe ich kein Glück. Aber es ist auch schwierig, vor allem am Wochenende mit anderen Partys mitzuhalten, die unendlich viele Punkte haben. Da fehlt bei einem leider niemand. Ist traurigerweise leider so.
Ja, Christmas Cake brauchen wir uns nicht aufheben. Rein damit. Oh, da gehen die Totems sehr schön schnell. Kann perfekt die Skills direkt vom Cooldown. Kann man direkt weiter farmen. Und ja, meine Prozente 72,05. Weiß nicht, was ich euch alles gesagt habe. Es ist wieder ein paar Tage her. Aber ich wollte ja ein bisschen leveln. Und eigentlich habe ich auch gar nicht mal so wenig gelevelt. Das sind insgesamt bestimmt 3-4 Stunden. Und es waren halt gerade mal 10%. Ist echt traurig. Also was ich vor allem traurig finde, ist, dass die Mobs 4 bis 5 Level, ja nee, 5 bis 6 Level über mir sind und geben mir aber nur 0,033, ja, das ist schon heftig wenig, aber es liegt einfach daran, erstens habe ich kein Einser-Leech, wobei Einser-Leech macht nicht so ultra viel Unterschied. Das macht erst Unterschied, wenn du wirklich QMs hast und dann wirklich auch wieder 0,30 oder so bekommen würdest mit allem. Ich meine, da kriegst du mit dem 1er Leech 0,33, mit dem anderen Leech 0,29 oder so. Da macht es dann Unterschied, einen ziemlich großen sogar, aber einfach so macht es, finde ich, überhaupt keinen Unterschied. Und außerdem will ich ja auch einen Seraph mal haben. Allein schon wegen dem Quickstep-Buff, also dem erweiterten Quickstep-Whatever-Buff da, den würde ich gern mal haben. Und ja, dann einfach auch so. Das sind 1er Leech kacke, die können mich auch nicht buffen. Genau, ja, die bleiben offline. Damn it. Mist, hätten wir erst Lutzager Christy machen sollen. Aber ich habe nicht gesehen, dass die offline sind. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber egal. Aber ja, was ich von euch mal wissen wollte, ist, ob ihr die Aminos-Box-Openings eigentlich so feiert oder nicht so. Weil, ja, keine Ahnung. Also, ob ich die jetzt mache oder nicht, war in den Videos eigentlich bisher ziemlich egal. Also, von der, sag ich mal, positiven Reaktion auf das Video war da nie wirklich mehr, wenn ich die Aminos-Kisten aufgemacht habe. Aber ich denke mal trotzdem, dass sie nicht schlecht sind. Also ich liebe einfach Box-Openings in FLIFE. Das ist einfach, finde ich, mit das Geiste. Vor allem bei Events halt. Ich meine, natürlich, die Aminos-Boxen werden mit der Zeit auch mal ein bisschen langweilig, aber es sind halt die einzigen Boxen, die man immer bekommen kann. Deshalb, ja, was soll man sonst machen? Aber es ist ja bald Dienstag. Das heißt, eventuell gibt es wieder ein geiles Event. Hoffentlich Hold'em. Hold'em-Event wäre richtig chillig. Eins der coolsten Events, kann man sich 10% und S-Karten in den Boxen holen. Habe ich zwar noch nie eine bekommen, aber man kann es theoretisch. Ja. Von daher wäre das nicht schlecht. X3-Zor. So. Der andere, den schreibt er mir dann, dass ich seinen Chat mal offen. Genau. Ja, ist ja die Frage, wann liefen die, wo jetzt off sind. Das Ding ist ja auch, ich könnte ja selber noch mit zwei Chars fehlen, aber nicht während der Aufnahme. Das geht ja schon länger nicht mehr. Leider. So, der dürfte jetzt schnell gehen, wenn ich nur einmal durchkomme. Oh, Pet vielleicht mal raus. Ich komme halt nicht einmal, doch da. Einmal durchgekommen, wow, GG. Theoretisch, wenn man nur durchkommt, braucht der Kerl halt 5 Hits, außer man hat kein Linketick. Ah, mit Linketick halt. Und ich habe ja gerade Linketick. Juhu. Was ich auch gelesen habe in der Gilde, na jetzt sind sie rausgegangen, dammit. Ja, na gut, okay, wenn der jetzt kommt, dann eigentlich wäre die Party jetzt voll, aber wie gesagt, ich kann die Chars leider nicht onholen. Einer in der Gilde meinte, er hat vor der Stack-Erweiterung, also bevor man auf 999 stacken konnte, hat er teilweise Oris weggeworfen. Das verstehe ich ja nicht, wie man das machen kann, also. Ich meine, natürlich, Oris sind, warum auch immer, wesentlich häufiger, also droppen wesentlich häufiger, egal wo, auch in den Aminos-Boxen, das ist total komisch. Also überall, wo man Oris und Moons bekommen kann, sind Oris immer häufiger als Moons. Was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil ich meine, natürlich, auf dem Markt, der Marktpreis von Moons ist höher als Oris, aber das beeinflusst ja nicht die Droprate, wie hoch der Marktpreis ist. Das weiß das Spiel ja, also die Droprate von den Items weiß ja nicht, wie hoch der Marktpreis von irgendwelchen Sachen ist, das ist ja Schwachsinn. Da würde ja auch kein Mensch mehr Lutzaka extra droppen und alle nur noch Big Swords nach der Logik oder Big Sex halt. Aber ja, trotzdem ist es so, warum auch immer. Aber eigentlich macht es nicht wirklich Sinn, weil Moonstones braucht man ja nur für Shining Oris und dafür brauchst du ja auch Oris und für Schmuck. Eigentlich braucht man wesentlich mehr Orichalcum, weil Orichalcum brauchst du für normale Waffen, für Element, für Sets, für Schilde, also für einfach für normales Plus machen. Und eben auch für Shining Oris. Gut, Moonstones brauchst du für Sockeln noch dazu. Aber ich glaube, insgesamt braucht man trotzdem mehr. Ja, wobei Sockeln auf dem 10. Slot, ich meine, da kannst du schon mal ein paar tausend Tries verballern. Zumindest habe ich das gehört. Selbst habe es ja noch nie gemacht.
Lightning Impact. Ach, wegen meinem Chat schließt, kann man das mit hoch und runter nicht mehr machen. Lightning Impact. Ah, das I ist groß geschrieben, aber es ist egal. Mit einem Namen, großen Buchstaben, das will ich sehen, ob er den hat. Ich bezweifle es. Oh, come on, da haut er noch das Root durch. Ah ja, und jetzt, jetzt hätte ich es beinahe wieder vergessen. Ich habe mir heute keinen Zettel geschrieben, ich wollte heute alles aus dem Kopf machen. Und zwar, ihr seht es ja schon, ich foode diverses Food und jetzt mittlerweile ist es auch kein Problem. Ich meine, ich habe immer noch mehr als 3 komplette Spalten frei, obwohl ich über 5000 Food mit mir rumschleppe, plus Pillen. Weil Pillen sind ja auch Food. Aber ja, ich habe so ultra viel Inventarplatz jetzt, dass der Vorteil ist, dass mir aus der Gilde alle, wo leveln, ihr Sonderfood schicken. Und was ist Sonderfood? Sonderfood oder halt Dropfood nenne ich es eigentlich auch, aber ist egal. Jedenfalls, warte mal, wie viel sitzt in der Party? Ja, ne, jetzt fehlt genau ein paar, also kann ich weiterschauen. Also ist einfach Food, das man nur droppen kann. Also das ist halt egal, wo es droppt, das kann man nur droppen und das kann man halt nicht beim NPC kaufen, beim Nahrungs-NPC. Und das kann ich euch gleich zeigen, was man beim NPC kaufen kann. Nur für die, die es jetzt nicht wissen, vielleicht hat da gerade jemand irgendwie 2 Stacks Chocolate oder so. Also Chocolate Bars oder so im Inventar oder sowas. Dann könnt ihr mir das nämlich gerne schicken, aber nicht das NPC-Food, wie gesagt. Weil das würde mir dann nichts bringen, das würde ich dann genauso wegwerfen, beziehungsweise beim NPC verkaufen, wie ihr dann wahrscheinlich auch. Aber so Meat Salads, vor allem Meat Salads, Ice Cream Cake, also die, wo richtig häufig droppen, Fruit Punch. Ja, also theoretisch könnt ihr mir alles schicken, was ihr nicht beim NPC kaufen könnt an Food. Würde ich mich freuen. Und es kostet euch ja nichts, also ihr droppt es ja nur. Und wenn ihr es selber wegwerft oder beim NPC verkauft, sehr viel gibt ihr euch dafür nicht. Also pro Stack kriegt ihr da wahrscheinlich, also pro 1000er Stack kriegt ihr da wahrscheinlich nicht mal 100k. Oder vielleicht knapp 100k. Und rein theoretisch könnte ich die euch auch zahlen. Aber ich bezweifle jetzt mal, dass viele von euch so viel, so dringend Geld brauchen, dass ihr selbst die 100k benötigen. Aber ich meine, wenn ihr massenhaft Food habt, dann würde ich es euch auch abkaufen. Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, 10 mal, also 10.000 Mietzellets hättet, dann würde ich euch die auch abkaufen. Allerdings nicht zu Wucherpreisen natürlich. Das ist, denke ich mal, selbstverständlich. Aber jo, wie gesagt, wer da einfach was über hat und mein 500 Penya per Post schicken ist jetzt auch nicht so viel, würde mich auf jeden Fall freuen und ihr würdet mich damit mit meinen Titeln unterstützen. Genau, jetzt müssen wir uns erstmal rebuffen. Naja, und WLA-Buff bringt uns einen Scheißtrick, ey. Was soll das? Hol ich mir den extra ab und dann bringt es uns nichts. Übrigens wird es auch garantiert einen Lord geben, weil zu der Zeit, wo ihr das Video hier seht, gibt es schon längst einen Lord seit ein paar Tagen oder so. Aber, ja, warte, wo waren wir jetzt noch nicht, Hannes? Oh, ich habe den Gildenchat offen gelassen. Ups, aber da ist eh nur Channel wechseln und Party einladen. Da ist jetzt eh nichts Wichtiges drin gestanden. Genau. Und ja. Schauen wir mal, ob der... Ja, wobei eigentlich ist Hörnis nach wie vor das Beste. Aber ich habe Hörnis... Ne, stimmt nicht. Ich habe einen Slayer auf Hörnis vorgestern oder so gedroppt. Aber trotzdem. Hörnis droppt mit Abstand am schlechtesten. Und ich habe jetzt mittlerweile übrigens 3 Glutzaka-Äxte gedroppt. Ich habe ja die erste gedroppt vor, wann, was weiß ich wann das war, 2 Wochen oder so. Und habe mittlerweile 3 gedroppt. 3 Stück, ja. Ich habe monatelang nicht eine gehabt. Ein halbes Jahr lang oder so. Oder noch länger. Nicht eine verdammte Ex gedroppt. Und jetzt innerhalb von einem Monat 3. Das ist ziemlich heftig. Aber die letzte ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, von daher brauche ich mir darauf jetzt nicht so viel einbilden. Aber trotzdem, ziemlich krass. Ich meine, man musste nur mal eine droppen, um die ganze Sache ins Rollen zu bringen und schon läuft's. Ist echt ziemlich cool. Ich sehe gerade, dass ich davon nur 70 habe. Können wir das erstmal wegfooden. Ah ja, wie gesagt, was mit den Titeln los ist, geht ziemlich hart ab, kann ich euch sagen. Also die Food-Titel jetzt mit dem Droppen. Und vor allem haben die auch die Droprate von Mizellet erhöht. Ich glaube, das habe ich eh schon gesagt. Ah ja, stimmt, im Tower haben wir das ja eh schon durch. Aber ja, man kann da jetzt wieder überall Mizelle droppen. Also das ist ziemlich cool. Also noch mehr als man es vorher. Also man konnte es ja sowieso schon nach der Droppratenerhöhung wieder überall droppen. Oder wieder halt an vielen Orten droppen. Und jetzt droppt man es halt quasi ab 120 bei jedem Mob. Das ist ziemlich heftig. Vielleicht sogar vorher, aber vorher weiß ich es nicht sicher. Ich weiß es nur ab 120 droppt jedes Mob Mizelle. Das ist ziemlich cool. Genau. Ich habe auch schon ein paar andere Leute inspiriert, sich Food-Titel zu machen, habe ich gesehen. Also wenn ich so sehe, wer mich so anschreibt und so und dann auch manchmal auf K rumsteht und foodet und so, da weiß ich schon, okay, was macht der wohl da? Also ja, ziemlich cool. Aber ich finde die Food-Titel einfach nur cool und ich meine, wenn man jetzt eher auf K geht oder so und noch einen PC anlässt und noch einen Shop offen hat oder so, kann man ja auch noch sein Main stehen lassen und einfach fooden. Kosten tut's, naja gut, schon was, aber nicht viel. Und von dem her ist das, denke ich mal, ganz cool. Und die Titel sind ja echt lustig. Und ja.
Ah ja, zur Erwartung kann ich natürlich auch noch kein aktuelles Update dazu bringen, das kommt dann halt ein paar Tage später, aber es ist eh nicht so schlimm. Ich bezweifle sowieso, dass so ultra viel in der Erwartung passieren wird. Also außer halt Sachen beheben, aber ansonsten wird da wahrscheinlich nichts mehr großartig kommen. Vielleicht mit dem 6. Erwechslot noch ein Update, aber das ist ja auch noch nicht sicher. Ich war jetzt auch die letzten Tage nicht mehr im Forum und so unterwegs. Ich habe mir da meine Auszeit gegönnt, Rage Kid ist ja im Ruhestand. Von daher brauche ich es mir eigentlich auch nicht anschauen, weil die meisten Sachen betreffen mich ja nicht, zum Beispiel 6. Wechselort, und das reicht dann, wenn ich mir den Serverwartungsdingens durchlese, das passt dann schon. Ein Up-to-Date-Update von jedem Tag brauche ich jetzt nicht unbedingt, sonst tritt die Ader auf meiner Stirn wieder durch. Die Wutader. So. Wenn der jetzt den Moll plus 18 droppt, das wäre schon chillig, ey. Das wäre schon richtig chillig. Der hat mir schon ewig keinen Schmuck mehr gedroppt. Der letzte war ja Olozip und das ist mittlerweile auch schon wieder eine Weile her. Und Alter, fick dich doch, Mann. Ich hasse es, wenn die mich looten. Das ist einfach so unnötig, ey. Ich verstehe nicht, warum die das überhaupt können, die Bosse. Das ist echt so unnötig einfach, nur weil es bringt ihm halt einen Scheißdreck. Aber naja, wenn sie ihn glücklich macht, soll er mich halt looten. Der Boy hört es. Ah ne, heißt ja gar nicht, hört es Kraken. So, droppen jetzt aber auch ein zweite Mäus plus 18 und eine Hörne 6. Danke. Nichts, Alter. Oh Mann. So viel zum Wähler-Buff. Ich kann ja noch ein bisschen damit leveln. 47 Minuten hätte er ja noch. Oder wollen wir doch noch Chris Digitzakas machen. Aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr, weil ich kann den nicht tanken. Also schon, aber ich will nicht sterben. Ich bin letztens wieder gestorben. Hat das Pet eigentlich noch mehr Leben verloren? Ne, 2 hat es noch. Aber ja, darauf habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Und ja, nee, ich glaube, das war's für heute erstmal wieder. Also wie gesagt, eventuell eure Meinung zu A-Boxen in die Kommentare schreiben, falls ihr da überhaupt eine zu habt oder ob es euch egal ist oder whatever. Genau, und ja, ansonsten würde ich sagen, macht's gut, haut rein, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.